Ein riesiger Vulkan, den alle für erloschen hielten, erwachte und spuckte eine 80 Kilometer hohe schwarze Aschewolke aus. Das ist etwa 9-mal so hoch wie der Mount Everest. Der mächtige Krakatau, Krakou Tofu, der sich im heutigen Indonesien befindet, hatte riesige Tsunamis verursacht, die Schiffe bis nach Südafrika erschütterten. Er veränderte auch über mehrere Jahre hinweg die Temperaturen rund um die Welt. Die Vulkaninsel Krakatau in der Sundastraße entstand wahrscheinlich durch einen weiteren großen Ausbruch vor mehreren Jahrhunderten. Vor 1883 war sie seit mindestens 200 Jahren nicht mehr ausgebrochen. Daher kamen die ersten Erschütterungen und Explosionen im Mai jenes Jahres für die Anwohner völlig überraschend. Dann begannen Schiffe, die durch die stark befahrene Wasserstraße segelten, von Aschewolken über dem Vulkan zu berichten. Eine Weile wurde es wieder ruhig, aber sie konnten immer noch Asche darüber sehen. Der Ausbruch gipfelte Ende August. Er war so mächtig, dass er die Insel in Fragmente zerbrach. Zeugen hörten den dabei entstandenen Schall in Australien, etwa 4.820 Kilometer entfernt. Sie beschrieben den Lärm als das Dröhnen schwerer Kanonen. Einige sagen, es war das lauteste Geräusch, das je gehört wurde. In den nächsten 5 Tagen reiß Image Sentinel die Druckwelle der Eruption 3,5 Mal um die Erde und war auf Barographen auf verschiedenen Kontinenten zu sehen. Heiße Aschelawinen breiteten sich mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten bis zu 40 Kilometer weit den Vulkan hinab. Sie verwüsteten die umliegenden Inseln und forderten 36.000 Menschenleben. Zehntausende weitere ertranken in Tsunamis, die nach dem Einsturz des Vulkans in die Caldera auslösten. Über 100 Küstendörfer auf Java und Sumatra wurden komplett ausgelöscht. All dies machte das Erwachen des Krakatoa zu einem der verheerendsten Ereignisse in der gesamten aufgezeichneten Geschichte. Die Erdkruste ist wie ein riesiges Puzzle, das aus massiven Stücken besteht, die als tektonische Platten bekannt sind. Diese Platten verschieben sich kontinuierlich gegeneinander über dem Mantel, der geschmolzenen Schicht darunter. Indonesien befindet sich mitten in einer sogenannten Subduktionszone. Hier kollidiert die indo-australische Platte mit einem Teil der asiatischen Platte, während sie sich nordwärts bewegt. Wenn die ozeanische Platte nach unten taucht, erhitzt sie sich und man hat das perfekte Rezept für einen vulkanischen Hotspot. Krakatoa hatte 3 Gipfel, die jeweils als Ausgang für eine massive Magmakammer darunter dienten. Bei einem früheren Ausbruch blockierten Trümmer einen dieser Ausgänge und der Druck baute sich darunter auf. Als Krakatoa schließlich ausbrach, riss die Explosion die Magmakammer weit auf. Der Ausbruch führte zu einem sogenannten vulkanischen Winter. Krakatoa hatte 25 Kubikkilometer Gestein, Asche, Staub und Trümmer in die Atmosphäre geschleudert. Diese bildeten einen dichten Schleier, der die Erde umgab. Die Partikel streuten das Sonnenlicht und die darunterliegende Troposphäre kühlte sich ab. Die Wirkung blieb über mehrere Jahre hinweg stark. Die nördliche Hemisphäre erlebte Temperaturen, die kälter als der Durchschnitt waren, und in einigen Regionen stiegen die Sommertemperaturen nicht auf das typische Niveau. Südkalifornien erhielt in den Monaten nach dem Ausbruch eine Rekordmenge an Niederschlag. Der Himmel wurde in verschiedenen Teilen der Welt jahrelang dunkler. Die Sonnenuntergänge verwandelten sich über viele Monate hinweg in ein spektakuläres Schauspiel aus Rot und Orange. Ein Astronom vermutete, dass dies die Inspiration für »Der Schrei« von Edvard Munch war. Das Gemälde zeigt genau, wie der Himmel über Norwegen nach dem Ausbruch aussah. Es entstand auch eine seltene Art Halo, genannt Bischofsring, und ein vulkanisches violettes Licht in der Dämmerung. Mehrere Jahre nach der Explosion des Krakatoa sah der Mond blau und manchmal grün aus. Das lag daran, dass einige Aschewolken Partikel enthielten, die groß genug waren, um rotes Licht zu streuen und nur andere Farben durchzulassen. Jemand beobachtete sogar einen lavendelfarbenen Sonnenuntergang und nachtleuchtende Wolken. Krakatau wurde der erste wissenschaftlich gut dokumentierte und untersuchte Vulkanausbruch. Zwischen dem Moment, in dem die ersten Aschewolken von einem vorbeifahrenden Schiff gesichtet wurden, und dem katastrophalen Ausbruch gelang es Wissenschaftlern, geologische Expeditionen zu organisieren. Sie studierten den Vulkan und sammelten Proben von vulkanischem Gestein. Dies wurde nützlich für das Verständnis vulkanischer Aktivitäten.
Krakatau schlief fest bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, als einige Einheimische bemerkten, dass eine Dampfsäule und Trümmer aus der eingestürzten Caldera ausströmten. Innerhalb weniger Wochen erhob sich der Rand eines neuen Kegels über den Meeresspiegel. Nach einem Jahr war es eine kleine Insel, die Kind von Krakatau genannt wurde. Sie bricht weiterhin aus, aber glücklicherweise bisher ohne ernsthafte Konsequenzen. Bisher. Im April 1815 brach der Mount Tambora in einem gewaltigen Ausbruch aus und richtete auf der indonesischen Insel Sumbawa verheerenden Schaden an. Es zerstörte Häuser und forderte 10.000 Menschenleben. Weitere 80.000 starben an den Krankheiten, die sich in der Folge ausbreiteten. Das folgende Jahr ging als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. Kaltes, nasses Wetter hüllte Europa und Nordamerika in eine unerwartete Kälte. Es wurde das kälteste seit mindestens 250 Jahren. Im Sommer dieses Jahres sanken die Temperaturen am stärksten. Die Ernten wuchsen nicht, das Vieh überlebte nicht. Und eine Hungersnot ergriff Westeuropa und Nordamerika. Neuengland hatte Schnee und schrecklichen Frost in den Sommermonaten. Die Lebensmittelpreise stiegen. Hafer für Pferde wurde zum Luxus. Einige Leute sagen, dass dies sogar die Erfindung des Fahrrads im Jahr 1817 inspiriert hat. Wissenschaftler nutzten frühe Daten und Klimamodelle, um zu untersuchen, ob alles auf den Ausbruch des Tambora-Vulkans zurückzuführen war. Sie verglichen die Daten mit ähnlichen Jahren. Sie zeigten, dass die Niederschläge etwa gleich waren, die Temperaturen jedoch viel wärmer. Als sie das Szenario mit dem Vulkan einführten, erhielten sie die genauen Daten für das Jahr ohne Sommer. Sie sagen, dass ein starker Vulkanausbruch wie dieser die Wahrscheinlichkeit extremer Kälte um bis zu 100 Mal erhöhen kann. Die Explosion des Toba-Supervulkans auf der Insel Sumatra vor etwa 74.000 Jahren wurde zur größten Vulkanausbruch der Erde in 28 Millionen Jahren. Teile Indonesiens, Indiens und ein Abschnitt des Indischen Ozeans wurden von einer behaglichen Decke aus 6 Zoll vulkanischem Schutt bedeckt. Er spuckte ein Volumen an Gestein aus, das fast 3 Millionen Empire State Buildings entspricht. Der hinterlassene Krater ist noch immer aus dem All zu sehen. Die gesamte Asche und die vulkanischen Gase, die durch den Ausbruch in die Atmosphäre gelangten, blockierten teilweise das Sonnenlicht. Ein schwerer vulkanischer Winter begann und dauerte 6 bis 10 Jahre. Einige Anthropologen sehen einen Zusammenhang zwischen dem Toba-Ausbruch und der begrenzten genetischen Vielfalt der modernen Menschen. Vor etwa 74.000 Jahren, genau zu der Zeit, als der Toba ausbrach, gab es einen Bevölkerungsrückgang. Aus diesem Grund führen alle modernen Menschen ihre Wurzeln auf eine kleine Gruppe von Überlebenden zurück. Die Toba-Katastrophentheorie besagt, dass die meisten frühen Menschen in Europa und Asien das Klimakaos nach dem Ausbruch nicht überstanden haben. Stattdessen fand eine glückliche, genetisch begrenzte Gruppe ihr sicheres Rückzugsgebiet in Afrika. Doch archäologische und paläoklimatische Aufzeichnungen widersprechen dieser Theorie. Benjamin Black von der Rutgers University und sein Team machten sich daran, den Code zu knacken und entdeckten ein verstecktes Paradoxon. Vielleicht betrachteten wir das Klima aus der falschen Perspektive. Sie führten 42 verschiedene Klimamodellsimulationen durch und variierten dabei das Ausmaß der vulkanischen Emissionen, die Jahreszeit des Ausbruchs, den Hintergrundklimazustand und die Höhe der Eruptionssäule, um herauszufinden, welche Klimaunterbrechungen der Toba-Ausbruch verursacht haben könnte. Im ersten Jahr nach dem Ereignis gab es auf der Nordhalbkugel einen erheblichen Temperaturabfall von bis zu 10 Grad Celsius. Die Südhalbkugel, auf der sich die frühen Menschen ansiedelten, erlebte keine starke Abkühlung, die sie alle hätte beeinträchtigen können. Die bedeutendsten Ausbrüche, die die klimatischen Muster der Welt ernsthaft verändern können, stammen von Supervulkanen wie Yellowstone oder Mount Toba. Glücklicherweise brechen diese sehr selten aus, etwa alle 100.000 Jahre oder länger. Trotzdem studieren Klimawissenschaftler Vulkanausbrüche, um kurze Abkühlungsphasen in der Geschichte unseres Planeten zu verstehen und zu erklären. Alle paar Jahrzehnte stößt ein Vulkanausbruch eine beträchtliche Anzahl an Partikeln und Gasen aus. Einige davon blockieren genug Sonnenlicht, um eine kurze globale Abkühlungsperiode einzuleiten. Nichts im Vergleich zum eigentlichen vulkanischen Winter, aber dennoch weltweit spürbar.